Hey René, kannst du mir kurz den PC35-5 erklären? Na klar, Lars, mach ich doch gerne. Aber sag mal, in welchem Lehrjahr bist du denn mittlerweile? Im dritten zurzeit. Dann machen wir doch einen richtig technischen Maschinenrundgang und eine Unterweisung und gucken uns das Gerät im Detail mal an. Sehr gerne. Ja, und wie du sehen kannst, sind wir ja hier am Motorraum angekommen. Und zum einen haben wir den Motorölauffüll und den Peilstab hier vorne sitzen. Und davor sind dann die Kraftstofffilter und der Motorölfilter, sodass ich bei Inspektion auch super einfach und schnell da dran kommen kann. Ach, super. Und wie geht's hier weiter? Ja, dann gucken wir da doch auch einfach mal rein. Ich würde sagen, wir steigen hier oben ein beim Luftfilter. Und wenn du dann weiter runter schaust, siehst du hier den Ausgleichsbehälter vom Wasserkühler, das Schauglas vom Hydrauliköltank. Darunter befindet sich die Batterie der Maschine und dahinter haben wir gelegen die Kühleinheiten mit Wasser, Öl und Kraftstoffkühler, sodass ich auch da relativ schnell und einfach dran komme. Ja, Lars, dann mach doch einfach mal den nächsten Deckel auf und guck da mal rein, denn ich glaube, da kannst du mir fast schon sagen, was sich darunter befindet. Hier ist der Dieseltank, hier der Wischwasserbehälter und das müsste der Hydrauliktank sein. Genau, und so sind auch alle Flüssigkeiten am Boden zusammengeführt, dass ich relativ einfach und schnell auch mal mit dem Kanister die Maschine betanken kann. Wie sieht das mit den Kupplungen aus? Kann ich die von der Kabine aus drucklos stellen? Jo, genau, das gucken wir uns an. Aber wenn wir schon von drucklos sprechen, möchte ich dir auch eben einmal erklären, welche wofür ist. Wir haben zum einen die Kupplung für Greifer öffnen, schließen und Greifer drehen hier verbaut. Ich kann aber natürlich hier drüber auch alle anderen Anbaugeräte fahren, sodass ich schnell und einfach das Gerät wechseln kann und meinen Job draußen erledige. Bei der letzten Inspektion ist mir der neue Monitor aufgefallen. Kannst du mir die Funktion erklären? Na klar, zeige ich dir. Wir gucken uns den einfach mal an. Hier oben in der Mitte haben wir die Betriebsstunden. Der wichtigste für den Fahrer ist hier der Arbeitsmodus. Den schalte ich über die Taste F5. Und dann kann ich auswählen, was für ein Anbaugerät ich fahre und wie ich es betreiben möchte. Und das lässt sich halt relativ schnell und einfach lösen. Darunter ist die Fahrgeschwindigkeit, Kraftstofftank und die Wassertemperatur. Und damit sind die wichtigsten Parameter schon abgedeckt. Und wie komme ich ins Menü? Ins Menü kommst du über die Taste F4. Das ist das Symbol, was ein Buch darstellt. Hier können wir uns eine Arbeitsaufzeichnung anschauen. Oder wenn wir weitergehen, Maschineneinstellungen vornehmen, den Timer Leerlaufstopp oder Literleistungen von den Anbaugeräten einstellen. Als nächstes haben wir das Wartungsmenü, wo ich sehen kann, was wird bei der nächsten Inspektion gewechselt und wie groß wird diese Inspektion. Genauso haben wir als letzten dann die Möglichkeit, die Einstellung für den Monitor vorzunehmen, Helligkeit, Uhrzeit, Sprache, sodass ich auch auf dem Monitor das angezeigt bekomme, was ich wirklich haben möchte. Also wirklich sehr übersichtlich die Bedienung. Genau, sehr übersichtlich die Bedienung und hierhinter steckt halt auch wirklich das komplette Monitoring, was wir aus den großen Geräten kennen, aber halt angepasst auf die Maschine, dementsprechend ein ganz tolles und einfaches Werkzeug. Und wir haben vorher über den Schnellwechsler gesprochen. Kannst du mir den nochmal erklären? Na klar, sicher. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, Maschine drucklos machen. Das bedeutet Zündung einstellen und einfach einmal die beiden Potis ansteuern. Dann kann ich die Kupplung auseinandernehmen. Das kannst du ja jetzt an der Stelle einfach mal machen. Wenn die Schläuche ab sind, ist das relativ easy. Du kannst die Maschine starten. Hast hier oben den Kippschalter, mit dem ich den Schnellwechsler aktiviere. Und jetzt brauche ich hier nur einen Taster drücken. Und kann dann das Anbaugerät ablegen. Okay. Und du siehst jetzt ganz gut am Wechsler, sobald ich den Knopf drücke, geht der Wechsler auf, lasse ich los, fährt der Wechsler wieder zu. Kippschalter zurück umgelegt. Und so kann man relativ schnell und einfach sein Anbaugerät wechseln und ich kann jetzt das nächste direkt aufnehmen. Ja, vielen Dank für die Unterweisung. Jetzt habe ich einen sehr guten Eindruck vom PC35-5 bekommen. Ja, total gerne. Und sollten Sie noch Fragen haben zur Unterweisung auf diese Maschine oder andere Geräte, melden Sie sich bei uns. Denn bei Schlüter heißt es Systemnutzung. Unser System ist Ihr Nutzen.